So, herzlich willkommen hier vom Montag. Erster offizielle Arbeitstag bei uns wieder. Ich bin gerade am Teil raussuchen. Heute Morgen waren wir im Steinbruch. Der Rolf und ich haben dort einen Trichter ausgebaut und ein paar Blechteile hintergerichtet. Da muss die schweißt der gerade. Und ich bin jetzt wieder zurückgegangen. Haben David wegen das Geschäft noch mal teilt. Teile bestellen. Übliche Scheißdreck. Rechnungen schreiben. Ja, jetzt kann ich mal Atlas eingeben. Atlas. Jetzt. Wobei es glaube ich schon Vacor ist. Schauen wir mal. Was wir dann noch kriegen hier. Ein Vacor Typ 40. Müssen wir Kundendienst drin machen vom Uwe Jordan Senfo Park. Sonst, was steht noch draußen, kann ich euch nachher kurz zeigen. Aber jetzt muss ich hier zuerst die Sache fertig machen. Dass ich da dazukomme und alles fertig wird. So viel mal hierzu. So, hi hier vom Montag Ovid. Oh, ich dachte, ist auch was passiert. Naja, was will man tun? Da haben wir große Greifer, mächtiger Dinger. Muss man drei Motor tauschen. Gespannt, wie wir die Schrauben rausbringen, das ist noch lustig. Oh, na wohl, ne, der muss nicht einmal weg dafür. Muss nur die Akkuplatte oben runter, Schläuche aber weg. Die hier weg, dann die Akkuplatte runter und dann ist man da eigentlich schon dran. Was noch komme? Hier der kleine Atlas oder Vacor müssen wir Kundendienst dran machen. Genau, und an dem Deutz da haben wir auch Ölwechsel gemacht. Ja, sonst stehen aber andere Arbeiten an. Morgen ist der Basti wieder auf Schulung. Der Rolf ist im Steinbruch. Ich bin hier und überall. Ja. Und sonst schauen wir mal, was mal so passiert. Ich nehme hier auf jeden Fall mit. Und so viel mal hierzu. So, guten Morgen vom Dienstag heute. Ich war gestern Abend noch kurz bei der Firma Iro, hab da einen Stapler ausgelesen. Der hatte Probleme gehabt mit dem Neigungswinkelsensor vermascht. Der hat sich irgendwie ausgestiegen und dann hat sich Steuergerät dagegen geschossen und hat sich da quasi ein bisschen aufgestachelt gegeneinander. Und hat dann den wieder frisch kalibriert, dass der wieder weiß, wo er ist. Und dann konnte ich schon wieder weiterfahren. Da waren aber echt extrem viele Fehler drauf. So Fehler, wo nicht mehr aktiv fahren, aber so Kleinigkeiten. Ich habe mich fast ein bisschen gewundert, weil so ein Fahrzeug, wenn nicht mal ein Jahr alt ist. Ja. Sehe gerade schon wieder akkumäßig. Mal kurz umdrehen euch. Das gibt's nicht. Ich habe vielleicht 2 Minuten damit gefilmt, das ist nur noch 36% Akku. Also die GoPro macht echt gute Bilder und Ton und so, das ist alles auch echt gut, aber mit den Akkus kannst du echt vergessen. Es wird zumindest so ein Powerpack oder sowas geben, wo man außen drauf machen kann. Ich weiß nicht, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt und mir da vielleicht mal Tipps zeigen könnt. Weil jetzt hat es gerade montiert auf das Stativ hier, jetzt muss ich wieder alles auseinanderbauen, Akku tauschen und wieder alles zusammenbauen. Bisschen nervig, wenn ich überlege, wie es am Akkuschrauber oder am Schlagschrauber geht. Ist es schon angenehmer. Ja, David hat angefangen draußen das Gendärsteuergerät auseinander zu machen. Ja, da werde ich jetzt wohl gleich mal rausnehmen, wenn ich den Akku wieder tausche dabei. So, jetzt habe ich das tauscht. Raus. Und jetzt mal alles an. Thank you.
liegt noch an der Hanne. Sieht. Passt dich auf Ding. Bei Wirtgen, na Wirtgen bei Vögel drunter, die Ludwigshafen, aber da gibt es gerade ja, ein bisschen Probleme noch mit Teilen. Es kann wieder keine Zeit, dass der halt wieder zurückkommt. Die erste Scheibe schon runtergezogen, oder? Also es ist hier quasi so Sandwich-Aufbau. Jetzt ziehen wir die zweite Scheibe noch runter. Jetzt normal eine Zwischenplatte, oder? Wahrscheinlich. Genau, immer so eine Zwischenplatte. Wo dann die Wechselventile, glaube ich, drin sind. Ja, genau, hier sieht man das Wechselventil. Das ist dafür da, für den LS-Druck, meine ich. Ich weiß noch nicht, ob der schon LS hat. Ich meine eigentlich nicht, aber die Steuergeräte können das, glaube ich, schon. Ob das die Pumpe kann, weiß ich jetzt nicht aus, wenn ich an der Karre. So, und das ist jetzt das besagte Steuergerät. Machen wir doch mal die zwei Stopfhufe, oder? Dass das alles rausfliegt. Nimm das mal an. Den Schritt muss man mal runterziehen. Mal runter, ja, den Motor. Oder so halt, ja. Aber den kann ich jetzt trotzdem noch auseinanderziehen, weißt du? Ja, den einzeln ja. Auseinander. Genau, richtig. Ja, und dann das da vorne. Was war das? Ich glaube, das Prio-Ventil und. Oh, was war das noch da vorne? Ich glaube, das hat einfach dann die Anfangsplatte. Jetzt kommt's. Ist jetzt in der Kopfrock oder sowas drinnen gleich, oder? Ne. Da sind wir jetzt quasi auch die Schieber. Wenn man hier genau nachguckt, das hier in der Mitte ist der Schieber. Und dann hier die Abgänge hier quasi, ich weiß gar nicht, was, ich glaube Bremse oder sowas war das, glaube ich, da. Ne? Ja, ziehen wir das mal auseinander. Kommt. Oder? Den wären wir von unten. Wahrscheinlich, ja. Da ist jetzt endlich. Das kann sein. Das ist jetzt quasi so ein Block. Dann machen wir mal andere auseinander, oder? Aber sie die Scheibe wahrscheinlich komplett brauchen, weil es da nichts einzeln gibt. Mal runter gucken, was passiert. Hast du die Schieber rausgemacht? Nee, oder?
das haben wir uns alles so weit auseinander. Wir haben was gefunden. Hier auch ein O-Ring. Den werden wir uns mal neu machen, dicht jetzt neu machen. Und dann schauen wir, ob das dann funktioniert. Das Zweite, da haben wir die Kopfplatte runter machen an dem Greifer da haben wir. Dass wir hier reinkommen und den Brennmotor da schon ein bisschen Werkzeug noch zusammenrichten. Jetzt ziehen wir schon mal Kampfschuhe an. Und dann machen wir mal Hü, oder? Gefährlich wird's. Den muss ich halt wegmachen, unten. Gefährlich. Ich hab da noch den Grilllifter irgendwo. Da unten ist auch alles versifft. Nicht, dass da noch Weltbeführungen ja passt. Den müssen wir eh nicht aufmachen, dann zum Glück. Nee, aber das läuft alles da raus. Ja. Zur Drehdurchführung läuft das, oder zum Drehkreis läuft das raus. Ja. Ja. So, Motor ist zu Hause. David hat das auch rumdoktert, aber Hände sind noch umgebracht, gell? Da ist alles gut. Ritzel runter, guck, ob der neue Motor passt. Ein paar Lichter da unten drin, aber das sieht, glaube ich, nicht ganz schlecht aus, gell? So, da ist schon innen der Zahnkranz drin. Und so wie es aussieht, ich schaue noch, die Drehdurchführung ist auch noch undicht. Da gibt es aber drei verschiedene. Und dann muss man gucken, was es vorne gibt, ob die drei auf Lager sind. Ruft schon an. So, jetzt hier heute Kunden ist schon fertig gemacht an dem Olivia 580, weil ich selber mal draußen was schaffen müssen. große Kundendienst, also 1000 Stunden, alle Achse, alle
Verbindung. Ja, ein paar Kleinigkeiten noch da machen. Morgen, ne, am Freitag nochmal vorbei. Ein paar Kleinigkeiten machen. Und morgen muss ich nach schnell auf Sandhausen. Sandhausen war es, glaube ich. Autobahnbaustelle. Da ist am Hammwalze was kaputt und genau, am Hammwalze was kaputt und Elektrikfehler. Ja. Ich gebe euch morgen wieder Bescheid, was da passiert. So, Service High vom Donnerstag. Ich war jetzt gerade unterwegs auf Firma Wirtgen in Viernheim. Also den kleinen Asphaltwalze, eine HD13, Problem gemacht. Gestern, nee, vorgestern schon. Und heute Morgen lief sie dann auf einmal wieder, also Fehler war wie ausgeloschen. War nicht mehr vorhanden. Ich habe dann alle Kabel mal dran gezogen, ein bisschen Masse überall mal durchgemessen, also die Massepunkte. Batterietrennschalter, Handsicherungen, Pole, Batterie, alles mal testen, gemessen. Alles einwandfrei eigentlich, so ein Ding. Notausschalter noch durchgeguckt, genau. So Notausschalter warm gefahren, hin und her gelenkt, dass der Knick ein bisschen schafft. Also ich habe die leider nicht nochmal simulieren können, die Situation, wo die eingebaut haben. Das ist immer schwierig, was man da macht. Man könnte da 3 Stunden wahrscheinlich im Kreis fahren, die läuft. Und die bauen eine halbe Stunde ein und irgendwie irgendein Knick und irgendwo kommt dann der Fehler auf einmal wieder. Ja, wie gesagt. Gestern war ich ganz nach dem Steinbruch. War ich den ganzen Tag im Steinbruch. Entschuldigung, so ein bisschen verrotzt. Lieber 85 unter den Strand gemacht. Habe ich ja einen kurzen Film gemacht. Kundendienst gemacht, genau. Großer Kundendienst mit aller Öle und so weiter. Problem war da, Hinterachse. Dachte, machst du zuerst obere Stopfer auf, dass unten das nicht so, also im Differential in der Mitte, in der Hinterachse. Mach jetzt zuerst obere Stopfer auf, dass es unten nicht so quasi so rauskotzt, das Öl. Ich glaube, die, schon gemacht haben, wissen, glaub, was ich meine. Da kommt oben dann vielleicht noch so ein bisschen was runtergelaufen, weil es ein bisschen mehr reingegangen ist oder was weiß ich. Oder irgendwas wegen Leckage hat. Ja. Endvermiet war dann komplette Öldusche. Mittelachsdifferential waren 60. 70 Liter, naja, 60 Liter waren es auf jeden Fall drin. Viel zu viel. Vorderer waren vielleicht 15 Liter. Also Achse irgendwie innerlich undicht. Vermutlich innerlich undicht. Die Bremse ist auch noch mit drin. Die Lamellenbremse, dass das Paket undicht ist. Ist halt die Frage, ob man die Achse richtet oder nicht. Entschuldigung. Gestern wie lange verdammt ist. Ob man die Achse richtet oder nicht. Weil solange man den Radlader nicht mehr fahren, ob man dann jetzt einfach immer öfters mal das Öl tauscht oder dann halt einfach guckt. Bremse tut er noch. Von dem her muss dann Steinbruch entscheiden.
Hey, ich bin hier gerade auf der Runde, wenn man zu Taguchi Deutschland fährt, bin ich hier gerade, fällt mir auf. Firnheim, nicht das da, ne? Kurz nach dem Kreuz Firnheim bin ich hier. Ja, muss dann aber der Ding entscheiden. Der Steinbruch, Werkstatt, ob man es macht oder nicht. Hier sieht man dann, so ist es soweit alles ganz gut gegangen. Genau, da wieder gestern in der Werkstatt Kundendienst gemacht. Unfall ist nichts. Hat Kundendienst gemacht an einem Atlas AR40 vom Uwe Jordan. Da fehlt jetzt noch ein Filterleiter, der ist im Rückstand. Ich hoffe, der kommt bald. Und ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich fahre jetzt wieder zurück. So viel mal dazu, dass ihr einen Schnaps trinken könnt, wenn ihr das Spiel wieder spielt. ja. Gestern noch am Stammtisch gewesen, ja. War auch ganz nett. Große Runde gewesen, war ganz cool. Auf jeden Fall, bis dahin. So, herzlich willkommen hier vom Donnerstagabend. Jetzt gerade hier noch im Geschäftsbüro noch gewesen, oder geht gleich wieder rein, war kurz vom Klo. Deswegen zeige ich euch kurz, was hier gerade die Projekte sind. Hier sind wir soweit fertig mit der Anlenkung für das Schild. Firma Jaumann. Haben wir uns hier Buchse, Bolze gedreht. Da kommt noch eine Messingbuchse rein, deswegen ist bloß mal roh rausgedreht. Genau. Und hier die ganze Kinematik ist ja auch schon ein wenig länger fertig, ich habe das schon gesehen. Genau. Zwei Stampfer dann habe ich verkauft, dass sie endlich fort sind. Ich brauche sie eigentlich nicht mehr. Zylinderfälle leider noch dicht setzen. Das nervt mich gerade ultra. Die Firma, bei der wir bestellen, die sind immer noch in der Winter-, Weihnachts-, Neujahrsferie. Aber das normale Volk schon fast eine Woche schafft, merke die nicht. Das nervt mich ein bisschen. Hier geht's weiter. An einem Greifer. Da gesehen, um die Platte demontiert. Drehmotor ist rausgekommen. Und die Drehdurchführung. Die ist auch undicht. Ist überall Müll geschoben da. Die machen wir jetzt auch noch. Nein, wenn wir schon dabei sind, ist der alte Drehmotor. Hier ist die Drehdurchführung, da kommen jetzt Teile. Und ja, dann liegen hier auch noch die ganze offene Baustelle leider rum. Wo auch nur Dichtungen fehlen, weil die nicht beikommen. Das nervt gerade ultra. Ja, hoffen wir, dass wir die mal wieder bald zusammenbekommen. Ja, hier vom John Deere. Habe ich ja, glaube ich, euch auch schon gezeigt, dass da der O-Ring ein bisschen zwickt war. Ich hoffe, dass er in dem lag. Und dann bauen wir das zusammen, alles wegen Putze. Und bauen wir das zusammen. Ja, vom Unimog ist leider auch noch nichts Neues gekommen. Da muss ich jetzt auch mal anrufen, morgen, wie es da aussieht. Hier, wie ihr sehen könnt, haben wir einen Karton runtergelegt. Der ist soweit dicht. Bastian nochmal warm gefahren. War noch eine Dichtung noch zu machen. Genau. Und dann kann man das Gewicht noch machen, Haube drauf. Und dann stehen wir doch soweit fertig. Kann ich wieder zum Kunde. Ein Bus, hat sich im Bus irgendwas geändert? Der ist aufgeräumt worden. Genau, der Basti geht morgen. Das muss ich noch in das Elektrotester rein. Basti geht morgen Ölquick abdichten. Hier. Neue Dichtsatz von H-Zylinder beim Andi Götzbücher. Hier haben uns der Bender, hat mir da schon vor längerem mal so einen Bogen gemacht. Die werden wir jetzt auch anwenden und benutzen, weil ab 23 ändert sich hier ein paar Sachen. Für mich administrativ, sage ich mal, dass wir dazukommen. Dann haben wir hier mal kurz ausgeschlachtet.
Den billigsten Nussatz, da haben wir rausgenommen. Morgen kommt der Wirtmann, habe ich schon Nussatz schon rausgesucht. Und ja, man hat halt ein bisschen aufgeräumt, dass es halt alles hier ordentlich drin liegt und nach was aussieht. Und das kommt dann auch mal raus, da hat ein Temperaturfühler. Jo, so schaut's aus. Der Deutz, da gehen wir in der nächste Woche ran. Ölwanne undicht. Hier habe ich halt mal ein bisschen Klarschiff gemacht. Alle Teile kommissioniert. Das wird morgen abgeholt von UPS. Ja, hier noch den Radlader, was der David Kunisch gemacht hat. Da wird die Batterie ein bisschen schwach. Die lassen wir noch nicht laden. Und ja, sonst, ich will morgen an, wenn noch ein bisschen Kleingerät schrauben oder am Samstag habe ich das vor. Genau, das hier ist der Power Probe, heißt es. Das kann ich euch mal gerne ein Video dazu machen. Ich habe jetzt ein bisschen mit geschafft. Verpackung ist nicht gut. Das kann ich euch schon mal sagen. Die ist echt ausbaufähig. Und das Teil kann eigentlich echt ganz coole Sache. Aber dazu in einem anderen Video mal mehr. Mache ich vielleicht mal ein Spezial oder sowas. Wenn ich dann richtige Anwendungsfall dafür habe. Ja, so viel zum Donnerstag. Und so, herzlich willkommen vom Freitag, oder? Bis ich mal alle Wochentage kann, ey, hör mal auf. Radlader ist nicht so weit, das passt, da können wir das Heckgewicht montieren. Der David ist gerade dabei, da die Dinge wieder zusammen machen. Die Steuerschieber, da sind die jetzt kommen, schon der Original. Machen wir die halt noch voll zusammen. Eigentlich hätte da eine die Trailerführung kommen sollen für den Motor. Aber ja, ist leider nicht gekommen. Suchscheibe 80, 50, KG. Genau. Und dann sollte da mal eine Zeichnung rauslassen, David. Die brauchst du aber eigentlich nicht, oder? Das sind die da, die mache ich gerne, die scheiß Plastikringe. Ja, ja. Das war gerade schon Katastrophe. Nee, passt. Mach die Dinge, das passt. Dann sind das noch die große da. Genau, und da sind genug dabei, oder? Die zum Abdichten dazwischen. Die baue ich jetzt zusammen und dann gucken wir was weiter. Genau, und dann gucken wir, was passiert. Das passt ja, das ist schon richtig Richtung. Genau, das war so nach unten. Ja. Dann geht's dann. Ja, also, passt. Ne, dann bauen wir es zusammen. Testen noch mal und dann gucken wir, ob es wieder geht. Ja. Wenn nicht, brauchen wir den noch, aber den kannst du von außen gut wechseln. Genau. Aber wenn er dann hoffentlich wieder hydraulische Leistung hat. Ja, wenn nicht, ist halt irgendwo Haarrissle drin, aber das ist halt so nicht. Wenn du jetzt irgendwo nachguckst. Auf dem reinen Sichtbild siehst du halt auf jeden Fall nicht, ja. Aber in dem kann ja eigentlich kein Haares drin sein, weißt du, sind ja die einzelnen Schieber sind ja hier außen, weißt du, ist ja kein großer Steuerschieber, wo hin und her fährt, wie bei den anderen Dingen. Also, so viel mal hierzu, ich lasse da der Zeitraffer ein wenig mitlaufen, beim Zusammenstecken wieder. Und so sieht's aus.
So, herzlich willkommen vom Sonntag. Ja, seit Büro habe ich gestern noch kurz rausputzt. Heli war auch noch da, dann haben wir noch ein paar Sachen fürs dritte und vierte Quartal fertig gemacht, dass wir das auch endlich abgeben können. Sonst diese Woche. eigentlich wollen wir einen Greifer fertig machen. Da ist leider der falsche Dichtsatz gekommen. Kann machen, was man will. Passiert. Denn schon der haben wir wieder Zahn gemacht, aber der war schon schwach auf der Batterie. Und so laden lassen. Genau. Hier an dem Radlader. Das Heckgewicht noch hinmachen. Ist soweit dicht. Da hinten ist noch ein Bremsreiniger und ist runtergelaufen. Der ist auch wieder soweit dicht. Kann man wieder Zahn machen, dass der auch endlich fertig wird. Ja, ich bin nächste Woche alleine. David hat Urlaub. Basti ist wieder eine Woche auf Schulung in Ludwigshafen vollends. Bleibt halt an mir hängen. Back to the roots. Wurde richtig scharfe. Nicht bloß ein bisschen rum und um, sondern richtig was drüben mal wieder. Nichtsdestotrotz. Ja. Was gibt es denn schon zu erzählen? Die Zetze sind einige gekommen. Die muss ich mal nachher vielleicht noch durchgucken. Vielleicht meint da noch der eine oder andere rein, weil es pressiert ein bisschen. Ölkriegplatte ist gekommen. Jammernbau. Da bauen wir einen Pendelgreifer um auf Ölkrieg. Da bringt den auch mal nächste Woche, also kommende Woche mal vorbei. Und dann gucken wir mal, wie das alles passt.
Sonst, ja, Samstag, also gestern, war im LKW unterwegs für den Carlos, der einen Bagger kauft. Dann habe ich Gold für den in Schwäbisch Gmünd. Ja, ich hoffe, dass nächste Woche auf oben meine Türen kommen, dass ich da endlich mal einziehen kann, Dana. Aber ja, hängt und steht halt nur noch mit der Türe. Kleinigkeiten muss man oben noch machen. Ja, soweit mal da davon. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wieder diese Woche. Bin wieder gefreut. Und dann bis nächste Woche. Adios.